Zu jedem Krieg gehören Heldenfiguren. Auch im Krieg in der Ukraine wachsen gerade viele Menschen über sich hinaus, erfinden sich neu und werden zu Kämpfern für den Frieden. Anfangs wurde Volodymyr Selenskyj noch belächelt. Der frühere Komiker wurde 2019 zur Überraschung vieler zum Präsidenten der Ukraine gewählt. Sein Talent wird gerade in der Krise deutlich. Ganz anders als der Machthaber Putin ist Selenskyj nahbar für die ganze Welt. Er verkörpert den Widerstand der Ukraine und tritt dem mächtigen Russland entschlossen entgegen. Selenskyj ist ein guter Kommunikator. Er nutzt die sozialen Netzwerke geschickt, um zu anderen Regierungen und mit seinen Bürgern zu sprechen. Mitten im Krieg schafft er es, die Ukraine als Land der Welt nahe zu bringen und die eigenen Bürger mitzureißen. Страшний сон. Вони забули, що ми не боїмося автозаків і кийків, не боїмося танків, не боїмося кулеметів, коли на нашому боці головне правда. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Vermutlich ist der Präsident immer noch in Kiew, auch wenn Russland ihn besonders hier verfolgt. За наявною у нас інформацією ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши. Laut einem Bericht der New York Times sollen bereits drei Attentate auf ihn vereitelt worden sein. Während westliche Regierungen um den ukrainischen Präsidenten bangen, wird der ehemalige Schauspieler zu Ukraines Nationalheld. Der Westen handelt geschlossen. Annalena Baerbock findet sehr deutliche Worte gegenüber Putin in dieser Krise und beweist ihr außenpolitisches Talent. You say you are acting in self-defense, but the whole world watched as you built up your troops over months in the preparation for this attack. You say Russia is to protect Russian-speaking from aggressions, but today the whole world is watching as you are bombing the homes of Russian-speaking Ukrainians in Kharkiv. Wiederholt wirft sie Putin Menschenrechtsverletzungen an der ukrainischen Bevölkerung vor. Russia's invasion of Ukraine is an attack on the Ukrainian people. On their freedom and on their fundamental rights. Auf Twitter wird die ehemalige und oft auch nicht ernst genommene Kanzlerkandidatin für ihre starken Auftritte in der Krise gefeiert. Die ehemaligen Boxweltmeister Vitali und Wladimir Klitschko sind es gewohnt zu kämpfen. Aber dieser Kampf ist ganz anders als alle bisherigen. I'm Wladimir Klitschko and I'm addressing the entire world to stop this war that Russia has started. Vitali ist seit 2014 Bürgermeister von Kiew. In diesen Zeiten muss er die Bürger vor russischen Angriffen warnen und gleichzeitig Mut zusprechen. Die Brüder nutzen ihre Bekanntheit, um die Probleme vor Ort sichtbar zu machen. It's so weird to actually hear the explosions in the city day by day and shootings. And seeing all the images all around the country where people suffer. Die beiden haben gute Kontakte und organisieren Hilfsgüter für die Menschen vor Ort. In Kiew schickt Wladimir ein Video aus einem Lagerhaus und zeigt die gerade eingetroffenen Paletten. We're receiving packages, we're receiving food, we're receiving medicine. You're great. Thank you, thank you, thank you. Den Widerstandswillen der Soldaten und Zivilisten sehen sie als ungebrochen. Kiew scheint von russischen Truppen eingekreist. Bürgermeister Vitali und sein Bruder Wladimir wollen die Bürger in diesen Stunden nicht allein lassen. Wenn wir nicht geglaubt hätten, hätten wir schon wahrscheinlich längst aufgegeben. Aber das ist nicht der Fall.